Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Mal wieder zu Zelda. Ja, ich habe mich ein bisschen anders positioniert, wie man schon sehen kann, seit dem letzten Stream. Ich dachte, ich reiß mal hier zum Turm zurück und mache das weiter, was ich letztes Mal anfangen wollte. Nämlich die Höhle da zum Beispiel unten erkunden. Aber zuallererst Ansage. Zuallererst die Ansage hier mit. Nicht spoilern, nicht Tipps und Tricks. Ich will das Spiel für mich selber spielen. Und direkt darauf folgend muss ich noch ein paar Sachen loswerden, weil ich das erste Video zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, also das letzte Woche hochgeladen habe. Und ich da das asozialste Kommentar aller Zeiten gelesen habe. Ich werde da nicht weiter drauf eingehen. Ich werde nur ein Stück drauf eingehen. Da wurde nämlich zum einen gesagt, ist es nicht zu streng, dass ich jemanden direkt dann dafür bannen will, wenn jemand spoilert oder Tipps und Tricks gibt. Bei Tipps und Tricks, das Ding ist, dass die mir damit das halbe Spiel versauen, wenn die mir meinen, alles vorkauen zu müssen. Und unter anderem, warum es nicht zu streng ist, dass ich die Leute dann dafür banne, wenn sie mir meinen, das Spiel im Voraus schon komplett zu spoilern. Es würde mir nichts bringen, die Kommentare bei YouTube zu löschen. Bei Twitch kann ich das auch dann eher weniger unterbinden, wenn ich die nur lösche. Und auch ein Timeout würde da nicht viel helfen. Ganz einfach, wenn jemand zum Spoilern nur vorbeikommt, dann bringt es mir nichts, diese Person nur kurzzeitig zu timeouten oder den Kommentar zu löschen, weil die Person 2 Minuten später direkt wieder damit anfängt. Deswegen wäre einfach nur Kommentar löschen oder Timeout sinnfrei, dass ich das mal eben kurz erkläre. Es ist nicht so streng. Ich dachte das auch mit den Spoilern extra deswegen. Das geht dann auch schon ein bisschen auf das asoziale Kommentar ein, was ich da lesen konnte. Wo einer meiner Zuschauer sogar extremst überreagiert hat drauf. Ich wurde schon bei einigen Projekten gespoilert und ich habe eins meiner Projekte deswegen sogar schon mal abgebrochen. Weil mir das so hart gespoilert wurde, dass ich keinen Spaß mehr an dem Spiel hatte. Das ist tatsächlich schon vorgekommen. Und ein Teil des Kommentars war ja, wie gesagt, ich will nicht so stark drauf eingehen, aber bei YouTube, mich würden nicht so viele gucken, deswegen bräuchte ich mir vor Spoilern keine Sorgen zu machen. Das ist absoluter Mumpitz. Ich habe bei meinen Anfängen von YouTube schon mit Spoilern zu kämpfen gehabt. Wirklich schon bei den Anfängen, bei den allerersten Videos. Ich sag so etwas nicht ohne Grund, wenn ich meine, dass ich Spoiler stark bestrafe. Für YouTube habe ich übrigens wahrscheinlich einen Zeitstempel gemacht, wo ich hier diese Sache mal eben kurz erkläre. Twitch kann das leider nicht skippen. Aber ich muss diese Sachen halt mal loswerden. Es ist einfach nur anstrengend mit diesen Spoilern. Und wenn das so ein geniales Spiel ist wie das hier, ich will das genießen können. Und wenn ich dann sehe, das und das passiert am Ende. Stellt euch vor, das würde einer bei euch, wenn ihr das Spiel gerade erst gekauft habt, sagen wir mal, euer Bruder oder eure Schwester oder sonst wer, würde euch das sofort ins Gesicht sagen. Ihr wärt so massiv sauer auf ihn. Und genau so geht es mir dann auch, wenn ich das in den Kommentaren lese. So, dann bin ich jetzt mal fürs Erste genug drauf eingegangen. Ich wollte das nur mal loswerden, weil ich das ultra scheiße fand, was ich da auf YouTube lesen durfte. Es war kein Spoiler, die Person wollte sich auch dran halten. Aber ich fand den einen Teil mega asozial und wollte das mal ansprechen. Ich hoffe, man versteht das. Jetzt können wir auch weitermachen mit dem Spiel. Amiibo ist schon eingelöst, da unten stehen meine 2 Kisten für heute. Ich habe halt nur 2 Zelda-Amiibos hier stehen. Ich habe nicht mehr Amiibos. Wenn ihr meine genaue Amiibo-Zahl übrigens wissen wollt, es sind 7. Einer ist aber leider kaputt. So, wir kriegen die Windmütze zum einen. Was ist in der drin? Die Schattenhose. Nice. So, dann versenke ich die beiden Kisten jetzt mal. Wie gesagt, für Twitch tut es mir nochmal leid, ne, dass ich euch das jetzt um die Ohren gehauen habe. Aber das muss nun mal losgeworden sein, wenn ich sowas Asoziales in meinen Kommentaren lese.
Auch wenn die Person meine Videos enjoyt, also Spaß dran hat. Gibt nicht so etwas von euch. Man kann immer gespoilert werden. Selbst wenn ihr mit YouTube oder Twitch gerade erst anfangt. So, in die Höhle hier wollte ich rein. Da habe ich Epona letztes Mal drin abgestellt, aber Epona will offenbar nicht drin bleiben. Epona, geh doch aus dem Regen raus. Am Ende trifft dich der Blitz. Epona mag die Höhle nicht. So. Hier ist doch bestimmt irgendwas Interessantes drin. Ich stehe hier gerade auf so einem Zipfel. Ich habe noch in der Gunst der Stunde es geschafft, zwei Pilze runterzuschießen. Einmal kurz Ausdauer regenerieren. Den Pilz darunter ballern. Damit ich den gleich einsammeln kann. Oh, und ich kann ja auch direkt so einen Fischi einsammeln. Wenn ich gut genug bin. Ja, ich habe ihn eingefangen. Diese Bomben kann ich nicht runterschießen. Die explodieren dabei. Ich muss schnell irgendwas für Ausdauer trinken, sonst ersaufe ich. Okay, ich brauche meinen Hammer. Ich habe meinen Trümmerstück-Hammer. So, zack. Ein bisschen Salz. Jetzt kann ich Salz verteilen. Oh, hier ist ein Schrein drin. Okay, war richtig, hier in die Höhle zu kommen. Wo ist der Haken? Ich krieg doch nicht einen Schrein for free. Was seid ihr? Lasst mich los! Nein! So schnell konnte ich nicht reagieren. Danke, meine werte Fee. Ich kann kein Foto von ihm machen. Hilfe! Das ist der Haken. Ich muss schnell irgendwo hoch. Ich glaube, ich muss Leuchtsamen nach denen verschießen. Das sind ja diese Finsterviecher. Die sind offenbar wie die unten im Untergrund. Alter. Ich poke einfach nur drauf, dass ich die Leuchtsamen brauche. Ach, hier hast du abgespeichert. So, wir haben uns gemerkt, da kommen Dinger aus dem Boden. Ich weiß nicht, ob mich das Leuchten rettet, aber man kann es ja mal versuchen. Die können zumindest nicht die Wand hoch. Aber ich kann die Dinger auch nicht fotografieren. Ihr seid gruselig. Wo sind meine Bomben? Das macht denen kaum Schaden. Kaum bis gar keinen. Kann ich euch dazu bringen, euch gegenseitig anzugreifen? Nee.
Alter. Der Funkelfrucht vielleicht? Das ist ja so gesehen Lichtfall. Ihr seid gruselig. Also im Kampf gegen die Dinger bestehe ich auf keinen Fall. Oh. Neues Foto. Für die brauche ich doch bestimmt irgendeine Spezialwaffe. Ansonsten kriege ich die Dinger doch gar nicht kaputt. Ich könnte mal was anderes probieren. Wir haben ja diese Zeitbomben jetzt. Ich weiß nur nicht, wie sehr diese Timer jetzt sind. So, das rollt doch jetzt hier runter. Die hauen davor ab. Damit könnte ich sie down bekommen. Bombenmarsch! Ich gehe besser von der Kante weg. Sie haben gut Schaden genommen. Die mögen diese Bomben absolut nicht. Das ist sehr interessant. Nein, bleib doch da. Regenerieren die Drecksdinger? Mögen die vielleicht kein Feuer? Ich will halt gucken, ob ich die irgendwie down bekomme. Feuer scheint gut zu sein. Nur noch eine Hand? Nee, zwei. Gegen eine könnte ich, glaube ich, gut anstinken. Ich habe einen Flammenwerfer als nächstes für dich. Wie wenig dir das einfach juckt. Ich probiere mal was anderes. Eventuell reicht ja der Fall aus, dass ich die Dinger einmal kurz eben kurz miteinander verbinde. Ich glaube, der ein oder andere versteht schon, was für einen Plan ich gerade habe. Meine anderen Bomben sind gerade irgendwie ein bisschen weggerutscht. Warte mal, ich will ein bisschen von der Kante weg. Phantomganon? Was? Ich habe ein Foto von ihnen. Ich habe noch ein besseres. Ich glaube nicht, dass ich dich bekämpfen sollte. Ich will erst den Schrein aktivieren. Ich verliere ja schon Leben, wenn ich in der Nähe stehe. Aber Bomben droppen lassen funktioniert. In was für eine Dimension bin ich denn hier geraten? Haurus Segen. Ich bin halb tot. Eine große Sonau-Energiesphäre. Kriege ich hier jetzt gerade wirklich was geschenkt?
Als ob. O Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das Reinigen richtig. Ach so, der altbekannte Text. Ich dachte, es wäre irgendwie besonders, weil der Ort hier so aussieht. Es ist halt nicht mal ein Rätsel hier. Phantom Ganondorf wartet dort, oder? Sind diese Hände jetzt wieder da? Ich habe halt keine ordentlichen Maßnahmen gegen diese Drecksäcke. Ach, im Übrigen eine andere Sache, die ich gerade eben vergessen habe. Das ist jetzt nicht wirklich eine negative Ansage oder irgendwas in der Art. Die Streamzeiten haben sich bei Zelda jetzt um eine Stunde verlängert, weil mich das Spiel so viel Zeit kosten wird. Und da sind 2 Stunden viel zu wenig. Ich werde bei YouTube das später aber wesentlich stärker schneiden, als man denkt. Da hat ein Blitz eingeschlagen. Ich habe kein Metallding an mir. Gut. Was ist das da hinten für eine Ebene? Ach, das ist wieder so ein Schriftzug am Boden. Da hinten muss ich halt hin, ne? Aber ich würde gerne erstmal ein paar Schreine sammeln, damit ich ein bisschen mehr was am Leben habe. Da hinten sehe ich schon mal einen. Ich suche gerade weitere Schreine von oben. Ich sehe keinen weiteren gerade. Doch, nee, warte, das ist der, den ich schon gerade eben gesehen hatte. Ich muss auch mehr Crocs finden, damit ich ein größeres Inventar habe. Da habe ich auch viel zu wenige momentan. So, finden wir hier was? Das sieht doch relativ speziell hier aus. Eigentlich gibt es bei jedem Ort mindestens einen Krog. Auch da oben beim Turm war wahrscheinlich irgendwo ein Krog. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, wo. Die Frage wäre, wie ich wieder da rauskäme aus dem Brunnen. Ja, muss ich wahrscheinlich nochmal hier runter. Ach, in dem Brunnen darf ich nicht reinspringen. Wie bei dem anderen. Dann war der eine offenbar speziell. Oh, da kommt die Bockblinde-Armee. So, verrostetes Schwert am verrostetes Schwert. Das doppelt verrostete Schwert. Ich glaube, dich da hinten habe ich noch nicht fotografiert. Würde ich eigentlich viel lieber hier auf der offenen Ebene fotografieren. Ja, das ist doch ein schönes Foto. Okay, dann gucken wir mal, wie wir dich down kriegen. So nicht. Es fällt euch ein, da mit 10.000 Schilden zu stehen.
Gelbes Schleimchili. Oh, lecker. Ich will das Zeug aufsammeln, bevor es verbrennt. Aua! Ich will nur auch mit dem Reihenglied stehen, Leute. Das wäre schon mal der erste. Was denn? Hat die Pilze vorne dran gepackt? So, ich will euch offeneres Gelände locken. Nein. Wenn ich schon so viel hier vor die Nase geworfen kriege, dann schmeiß ich dir jetzt alles ins Gesicht. Ich brauche noch eine Waffe in meiner Hand. Ja, ich hab's geschafft. Nee, nee, nicht den Hammer. Die Exilforce-Klinge. Macht mehr Schaden. Und tot. Eine Stein... Stein-Zwei-Hand-Axt. Einfach nur ein... Soldaten-Zwei-Händer. Wo eine Axt gepackt wurde. Ach, erstmal so ein Foto, damit ich es überhaupt habe. Und sobald ich nochmal einen Soldaten-Zweihänder finde, mache ich ein anständiges Foto. Okay, das Boss-Horn, das will fotografiert werden. Also ziehe ich das einmal kurz da weg. Der Reiseschild, der hält eh nicht mehr lang. Und damit er ein bisschen länger hält, packe ich einfach noch einen weiteren Boxschild dran. So, das Horn haben wir dann jetzt auch fotografiert. Eine Synthesestärke von 10. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab das Schleichhörnchen mal fotografiert. Das war gerade schwer, ne? Eine Geburt. Wir sehen die Fotos ja wichtig. Ich kann an einem zweiten Boxschild den Reiseschild mal vorübergehend dran packen. Dann hält er auch noch mal ein bisschen länger. Ich kann ja trotzdem drauf surfen. Hallo? Kommst du? Wo mein Pferdchen? Im fliegenden Reiher. Sehr schön. Also dieser Kreis aus Bäumen, der ist so verdächtig. Was hast denn da alles hinten drauf? Hallo. Oh, bin ich hier nicht auf den richtigen Weg nach Hateno? Den ich mir von einer Gerudo habe zeigen lassen, wie das geht, habe ich extra viel Zentrumstoff hier gehäkelt. Und du wollte ich ja dann an die Kinder in der Hateno-Schule verteilen. Och, bist du eine Liebe.
Es würde mich so glücklich machen, wenn Sie sich über die Stofftiere freuen, aber ich habe die Angewohnheit, andere immer recht streng anzublicken. Da sind schon Kinder in Tränen ausgebrochen. Ja, ich hab's. Ich muss einfach nur fleißig üben, die Geschenke mit einem breiten Lächeln zu überreichen. Guten Abend, die Frau mit den Sandroben. Da ist da. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Ein kesselscher Spruch, ein kindgerechtes Wortspiel. Noch ein Versuch. Soll ich dir helfen? Sie haben den guten Abend heute schon gerobbelt. Das klingt so falsch, Madame. Was machst du da? Jetzt habe ich eine Mission. Ich helfe dir, die Dinge einzusammeln. Habe ich mich erschrocken? Schleiche dich doch bitte nicht so an. Jetzt sind meine Stofftiere überall verstreut. Ich war eine Riesenplackerei, zwischen ein Stück von den Dingern zu häkeln. Und jetzt soll ich sie auch noch allein wieder einsammeln. Gut, ich helfe dir. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Dann wirf sie doch bitte zurück auf den Wagen, ja? Wenn du alle 10 zurückbringst, gebe ich dir sogar eine kleine Belohnung. Aber denk dran, dass du alle erwischen musst. Mittendrin schlapp machen gilt nicht. Ja, einfach draufpacken, ne? Du willst auch noch ein Zeitlimit davon machen? Dann verlangst du auch noch Geld fürs Helfen. Darf ich die Hand nutzen? Dort, wir sind bei 5. Hier sehe ich noch mal 3. Einfach den packen und darüber abschütteln. So, 2 noch. Hier sehe ich 1. Und 1 ist bestimmt in die andere Himmelsrichtung geflogen, oder? So, wo ist das letzte? Irgendwo liegt noch ein Stoffvieh. Hab's. Ich habe nicht vor, einen Rekord aufzustellen. Aber warum machst du daraus noch ein Minigame? Ja, war kein Problem. Ich habe nur 30 dazu bekommen. Ich denke mal, wenn ich sie anspreche, darf ich sie wieder aufsammeln. Da sich das kaum lohnt, würde ich sie eher in Ruhe lassen. Aber ich hatte recht, hier war tatsächlich was. Ich einfach an jeder Gelegenheit hier irgendwie mir direkt ein Auto zusammenbasteln darf. Warum kann man ein Pferdchen nicht? Epona, hallo. Da steht halt einfach immer noch da hinten. Ich glaube, ich muss mich mal einmal dahin teleportieren und Epona erschlagen. Euch habe ich schon fotografiert, oder? Was gegen den Baum gehauen? Danke für den Knochen. Konnte ich mein Schwert verbessern.
Auch wenn das Ding nicht lang hält, es gibt echt viel Angriffskraft. Ihr habt einen eurer Freunde überfahren. So, ich habe den vom Pferd runtergeschossen. Und auch direkt erschlagen. Jetzt reitet keiner mehr das Pferdchen, jetzt kann ich dir eine mitgeben. Irgendwelche letzten Worte. Ach, warte mal. Ich wollte ja jetzt mal was hier berichtigen, ne? Den Hammer hier, den wollen wir jetzt mal das richtige Ding dran packen. So, jetzt haben wir den wahren Hammer. Auch wenn er nicht viel stärker ist als der Trümmerstückhammer. Ich habe eine Berghirschkuh beim sich Katzen erwischt. Oh, du bist richtig fotogen. Keine Sorge, ich will dir nichts. Ich wollte nur ein Foto. Ich habe jede meiner Waffen jetzt ausgebessert. Gut. Ach, euch Flederviecher habe ich schon fotografiert? Gut, dann kommt mal her. Ich zeige euch mal eben kurz mein Schwert aus der Nähe. Das Auge kann ich noch fotografieren. Die Schleimgelees kann ich auch fotografieren. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen. Oh, da ist wieder einer von denen. Na gut, die Herausforderung nehme ich an. In deine Visage. Oh, du hast einen Soldatenbogen an dir. Aua. Der ist so dick, wie kann ich den verfehlen? Denkt man sich. Nee, ich nehme mal kurz den Soldatenbogen. Den Konstruktbogen, den ich gerade verwendet habe, kann ich ruhig wegwerfen für den Soldatenbogen. Der ist wesentlich besser. So, weiter zum Schrein. Dann kann ich auch mein Pferdchen holen. Oder nach Hause schicken, je nachdem.
muss sowieso erstmal, was Leben angeht, ein bisschen höher pushen. Nein, der Pferd ist weg. Ich muss mich erst anstreichen und dann ein Foto machen. Da sind ein paar Täubchen. So. Täubchen fotografiert. Ich will diese Liste halt voll bekommen. Ist mir egal, ob ihr es als langweilig empfindet, wenn ich hier Sachen fotografiere. Ich mach das. Spiel mit dem Feuer. Okay. Kann ich den Eisblock am Waffen packen? Ich kann. Okay, werde ich irgendwann noch machen. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich muss den ein bisschen runterschmelzen, dass er dazwischen passt. Aber natürlich nicht zu sehr, weil er sonst zu klein wird. Das ist ein interessantes Rätsel. Okay, ich sehe schon mal ein Objekt der Begierde. Aber ich komme nicht dran. Ich brauche hier für einen Eisblock. Hui. So, dann. Ich verstehe, wie ich das hier machen muss. Ich muss auf dem Eisblock runterrutschen. Oh, damit kann ich so viel Mist anfangen. So. Den packe ich mir jetzt hier oben hin, damit ich an die Kiste komme. Ich kann auch durch den Eisblock offenbar durch. Eine Sonanium-Lanze. Besser wird's nicht. Oder? Ich habe ein anständiges Foto. Das muss reichen. Ich denke mal nicht, dass ich die so normal finde. Wenn ich Synau-Bauteile nutze, dann erhöht sich's mehr. Aber diese Sonanium-Dinger, die sind jetzt nicht so geil draufzupacken. Vielleicht bei den Energiesphären.
Ich weiß ja nicht, wie sehr die sich jetzt abbaut. So, now Energiesphärenlanze. Muss ich mal beim nächsten Gegner ausprobieren. Ich brauche meinen Eisblock noch wieder. Für irgendwas brauche ich den ja. Ist da ein Schalter? Ist es, glaube ich, nicht der Eisblock, der durch muss? Sondern die Platte da oben. So, komm zurück. Muss nur ausreichen, dass ich einmal kurz mich draufstellen kann. Es funktioniert irgendwie. Wir müssen die Physik dahinter nicht verstehen. Hauptsache, es funktioniert. Und damit muss ich das abdecken. Und darunter muss ich offenbar einen dicken Eisblock packen. Perfekt. Mastermind am Werk. Ja, die Sequenz brauchen wir ja nicht. Ba-ba-la. Ja, möge das Segenslicht mir Kraft schenken. Von den nächsten zwei Schreindingern, also diesen Statuen, gönne ich mir erstmal, dass ich Leben habe. Ich will mindestens 6 Leben haben. Für den Anfang. Danach kann ich auch ruhig ein bisschen auf Ausdauer gehen. Außerdem müssen wir, bevor wir eventuell uns dem Boss annähern, eventuell wirklich erstmal die Tasche ein bisschen vergrößern mit den Krogsamen. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wo der hin ist, der Marone. Wenn das wie beim Alten ist, müsste ich hier ungefähr der Krogwald sein und dort müsste ich dann ihn wahrscheinlich finden. Ist das ein dunkler? Na. No. Irgendwann schaffe ich's. Irgendwann fotografiere ich die scheiß Viecher. Ja. Oh, ich hab's geschafft. Endlich ein Foto von der dummen Glutlibelle. Ah, viel zu dünn tief. Die Höhe war gut, die Richtung nur nicht. Nein. So, es wurde schon mal kein Alarm geschlagen. Ich habe ein schönes Foto von ihm. Und da kann ich auch direkt ein bisschen was kochen. Ey, guck dir mal deinen Kollegen an. Willst du den nicht angreifen? Danke. Ich liebe das. Und jetzt? Moa. Wie hinterhältig. Eins von den beiden Dingern kann ich doch fotografieren. Ja, das blaue Blockenbinhorn. Ein bisschen weiter weg. Den habe ich gut weggesprengt. 13 Synthesestärke. Ich muss mir mal echt angewöhnen, mehr von diesen Dingern dran zu packen, anstatt Steine oder irgendwas in der Art.
An den zwei Hände hier kann ich ja zum Beispiel mal dieses Bockblin-Horn mal dran packen. Lege ich das direkt wieder ab. Ein Hammerschwert. Ich würde das eher als eine Spitzhacke ansehen. Wölfe habe ich auch noch nicht. Ich hätte euch gern irgendwie beide auf dem Bild. Weil das ja Rudeltiere sind. Ich mache diese Liste noch voll. So, jetzt können wir mal ein bisschen ja hier mal rumprobieren. Wir haben ja ein paar Sachen mal gefangen. Zum Beispiel können wir ja auch mal ein bisschen hier mit der Medizin rumprobieren. Diese Düsterwürmchen. Da kommt Leuchtmedizin für 9 Minuten raus mit einem Leuchteffekt von Level 3. Kann ich ja ruhig mal ein paar Tränke von machen. Ich nehme jetzt sogar mal ein richtig starkes Item dafür. Ich nehme den Fußnagel. Okay. Was könnten wir denn sonst noch so gebrauchen? Hier ein Fit-Trank. Fitnessmedizin. Füllt meine Ausdauer auf und ich kriege richtig viel Leben. Werde ich später noch brauchen können. Jetzt will ich einmal so eine Klammerechse zusammen mit den Hörnern braten. Anti-Rutschmedizin. Level 1, aber 6 Minuten lang. Also ich werde jetzt nicht alle ausprobieren. Aber ich will halt zumindest mal so ein bisschen drüber gucken. Zum Beispiel kann man ja mal die ganzen Ausdauerdinger mal zusammenschmeißen, wie den Honig. Ich suche gerade die Knolle. Ich baue den Ausdauerpilz dann noch. Ah, und ein weiteres Ausdauer-Item sehe ich jetzt gerade hier nicht zwischen. Pilz, Knolle. Unter den Gräsern eventuell, aber ich glaube, ich habe das gerade noch gar nicht. Dann tue ich noch Salz dazu. Da kommt was Gutes bei raus. Ich spüre es. Ein Festtagsfisch. Will jemand ein paar Bananen? Kann ich mich einmal richtig stark von der Angriffskraft her boosten. So ein bisschen weiter experimentiere ich offscreen rum. Will ich euch ja jetzt nicht zu viel eure Zeit damit wegnehmen. Da sind ein paar Ziegen, von denen habe ich noch kein Foto. Sind auch Herdentiere. Also will ich ein Gruppenfoto. Und dann gönne ich mir ein bisschen Ziegenfleisch. Es gibt ja auch noch das Edelwild, aber dafür muss man die Hirsche umbringen. Wo ist denn in diesem Gebiet der Turm? Ich will natürlich das Gebiet kartografieren, bevor ich zu dem Dorf gehe. An dem ich, glaube ich, sogar schon vorbei bin. Ich bin sogar schon dran vorbei. Ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Ich glaube, dass der Turm da hinten auch der ist, zu dem ich will.
Ich bin einfach mal in komplett die falsche Richtung abgebogen. Ich rutsch euch davon. Ich glaube, ich muss sogar so rumlaufen. So, ihr macht jetzt erstmal eine Rassenkeile unter euch. Ich denke, mit dem Hinox-Ding gönne ich mir eher so eine größere Waffe. Den Schleim, den kann ich doch auch an meine Waffen hier packen. Was kommt dabei raus? Auch ein Hammer. Ich will meinen Pfeil. Hallo, das war der Kopf von deinem Kumpel. Kannst du auch nicht mitnehmen. Willst du wissen, was ich jetzt mit deinem Kopf mache? Den kannst du jetzt schön da unten suchen. Ja komm, hol das Leckerli. Ja, hol's dir. Ja, hol. Da, hol's. Ich wollte das einmal machen. So richtig arschig, einmal den Kopf nehmen und die Klippe runtertreten. Ich darf trotzdem eine riesen Strecke laufen. Ich sehe einen weiteren Schrein. Kann ich mir auf jeden Fall zwei Leben gönnen, wenn ich den noch hole. Oh, so leckeres Fleisch. Hallo, die Herrschaften, darf ich mich dazusetzen? Ja, ich bin ein Reisender, wie du. Ja, ich kann nicht verstehen, interessante Motive. Die lassen mich auch nicht los. Ah, okay, bei Tag erst. Okay, dann. Einmal kurz bis morgens. Das ist bestimmt eine Nebenquest. So, wo steht der? Da, da oben ist er. Und ist am Malen. Ja, sie ist wirklich faszinierend. Die sieht schon interessant aus. Das muss ich dir lassen. Ah, da hast du recht, mein Freund. Oh. So, jetzt guck in meine Kamera, bitte. Danke. Dafür, dass du so ein gutes Modell warst, lasse ich dich auch leben. Was machst du hier eigentlich? Warum schützt du dieses kaputte Ding? Direktor, direkt der Dummstar. Geht es dir gut? Stimmt ja, das war ja diese eine Baufirma.
Das ist gut eigentlich. Ich will die ganzen Heldentaten nicht hören. Okay. Ja. Ich muss dir irgendwie helfen, dass du das abstützen kannst. Lass doch mal los. Muss ich ja schnell genug packen? Ich kann es nicht mit der Fähigkeit anpacken. Aber irgendwie muss es ja festhalten können. Irgendwie muss es gehen. Ich hätte eine Idee. Ich baue schon im Voraus da eine Stütze hin. Doch. Es sieht zwar keiner mehr das Schild, aber es steht. Gern geschehen, Kumpel. Man sieht so überhaupt nicht, was auf dem Schild steht. Achso, es reicht aus. Ich muss nur kurz stehen können. Dann hat er seinen Job erledigt. Gern geschehen. 20 Rubine oder 4. Oh, da habe ich Bock drauf. Danke, noch eine Gratis Bombe. Ich muss es nur einmal für kurze Zeit befestigen können. Danach kann ich das Ding wegschmeißen. Auch wenn es ein sehr interessantes Konstrukt ist, was ich da gebaut habe. Es war ja nur zur Übergabe, ne? So, wo ist mein Hemd zur Kältebewältigung? Meine Hose. Reicht gerade so. Bevor ich mich dann an die nächste Hauptquest setze, sollte ich wirklich erstmal einige Schreine absuchen, dass ich erstmal ein bisschen booste, was die Power angeht, dass ich mehr Leben habe, dass ich mehr Ausdauer habe. All das halt. Ich halte mich nur schon mal für Fotos bereit. Hier liegt ein Felsen. So, da ist der Turm. Da ist ein Schrein. Was ist denn näher? Der Schrein ist direkt bei mir. Von dort aus würde ich zum Turm gehen und danach können wir ruhig zum Dorf der Orni. Zumindest laut Geschichte soll es ja dort sein. Da sitzen die auf ihren Pferden und verhöhnen mich. Weil mein Pferd einfach nicht kommen will. Ich habe jetzt lange Zeit keinen Krog mehr gefunden.
ist eine Pferdehütte. Was habe ich mir denn hier markiert? Hier ist doch gar nicht der Schrein. Der ist daneben. Erstmal zur Hütte. Hole ich mir mein Pferd jetzt wieder. Das kann man ja über die Hütten bestellen. Ist euch auch so kalt? Na, so etwas in Reis, ne? Wie schön, dass du diesen abgelegenen Stall besuchst. Vielleicht hast du dich ja darauf gefreut, hier das Ensemble spielen zu hören, aber die Musiker sind leider gerade nicht da. Oh ja, du hast doch sicher schon einmal von Ensemble zügellos gehört. Und zu unserem Stall kommen oft Reisende, die darauf hoffen, das Ensemble hier spielen zu hören. Als sie hier aufgebrochen sind, wollten sie in den Nordosten Hyrule reisen, zum Stall des Waldes in Elden. Ja, den Reisenden wird halt schnell kalt, ne? Wo ist denn die große Fee? Ach, direkt da oben. Das sollte ich auch mal hin, dann kann ich eventuell die ein oder andere Ausrüstung verbessern. Ach, danke. Den Hund noch gar nicht fotografiert, fällt mir ein. Oh, der ist so süß. Du. Ach, das goldene Pferd, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich kann es verstehen. Ich bin auch besorgt. Das ist sogar ein spezielles Foto. Och, hier ist direkt noch ein Hund. Hier sind zwei Hundis. Okay, was sehe ich da für ein Rezept? Ich habe die Materialien nicht ganz, aber ich mache mir mal einen Screenshot. Ich suche Schutz. Och, es gibt auch noch Schneehöhen. Was ist denn los? So, auch der Schneesturm. Aber nur ein paar Meter weiter ist doch hier schon kein Eis mehr. So, was steht denn da? Nicht anfassen. Okay. Anfassen. Irgendwas Interessantes? Vorsicht vom Blutmund. Ja, das sind Infos, die kenne ich schon. Irgendwelche Schlagzeilen? Ach, auch das. Ich erhoffe mir gerade, dass irgendwer von denen ein Nebenquest hat. Oh, die brauche ich. Das könnte hinderlich werden. Ja. Oh. Hm. Danke für den Steilpunkt.
Ich hätte gerne das Malumbett. Ach ja, darf ich ja noch nicht. Dafür bin ich noch kein zu guter Kunde. So, dann gib mir mal meine Prämie. Hi. Oh. Huh? Danke. Oh. Oh. Danke. Kannst du bitte mein Pferd hier hinholen? Oh. Oh. Danke. Mein Pferd wollte von selber nicht zu mir kommen. So, irgendwo hier liegt doch was für mich. Damit meine ich nicht den Topfdeckel zu fotografieren. Hallo, was machst du? Ach, du kochst hier Chili-Zeug. Klingt lecker. Süß. Kann man in den Brunnen rein? Nein. Ich kann ja aber ein bisschen Holz sammeln. Und eine Axt mitnehmen, wenn ich wollte. Ich will jetzt aber erstmal den Schein hier mitnehmen. Das ist viel wichtiger. Ich merke mir mal. Da. Da will ich auch noch hin. Es hieß ja, ich muss erst diese Band holen. Dann öffnet sich die Knospe. Also ist nicht wie beim alten Rubine reinschmeißen. Mut zum Fall. Okay. Heißt das, ich soll jetzt einen Todessprung darunter machen, oder was willst du? Du willst auf jeden Fall, dass ich kämpfe. Habe ich dich schon fotografiert? Nein. Mir sind gerade einfach direkt beide Waffen zerbrochen. Oh, ein Hartholzast. Ich muss mein Album leeren. So, machen wir das doch mal so. Ich muss das Ding erst einmal einsammeln. Dann kann ich es ja in die Hand nehmen, auf den Boden schmeißen. Und jetzt habe ich eine Kriegerlanze. Ich muss einfach nur durch dieses Labyrinth und irgendwas drücken. Habe ich recht? Und ich brauche diese Fähigkeit, wie es scheint. Okay. Ist das da unten ein anderer Krieger? Nein. Ich habe gerade noch mal nebenbei drüber geguckt, ob da eventuell eine Kiste irgendwo liegt. Ich will hier oben landen erstmal.
Der ist blind, der sieht mich eh nicht. Saya! Ich würde den Ast gern mitnehmen. Aber ich habe nichts, was ich dafür nehmen kann. Na gut, den Hammer brauche ich nicht so wirklich. Der ist nicht so geil. Muss mal, ich viel zu wenig Lanzen. Ich pack da, glaube ich, mal dieses Horn drauf. Entschuldigung, Leute, musste niesen. Okay. Spiel Mission Impossible. Mieser Penner. Wo kommst du her? Habe ich eins von den beiden Sachen noch nicht fotografiert? Den Holzschild. Und ein besserer Stock offenbar. Sieht ein bisschen so aus wie der Helia-Schild. Der Topfdeckel kam weg. Mach ich einmal kurz so. So. Ich überlege gerade. Waffentasche ist voll, aber schon mal rein damit. Komm doch näher. Richtig miese Tour. Oh, Kiste. Was Schönes? Na ja, Pfeile. Da ist dann wohl was kaputt gegangen. Ich mach das mal so. Rüge da weg. Hartholz nehmen. Verbinden. Okay, ich brauche das hier. Ich verbrauche mal als nächstes den hier. Okay, ein Aufzug. Erstmal die Umgebung verarbeiten. Noch ein Aufzug. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Ich dachte, ich muss erst hier unten irgendwas machen für den Knopf da. Beziehungsweise für die Kugel, aber... Offenbar ist hier oben die Antwort meiner Probleme. Hier muss die Kugel hin.
Wenn ich die Dinger berühre, dann heißt es sofort, ich fall runter. Ich muss irgendwie an die Kugel da unten dran kommen und von hier aus schaffe ich das nicht. Muss doch irgendwo ein Schalter sein, oder? Vielleicht soll ich hier runterfallen. Ja, ich soll hier runterfallen. Das ist das Problem. Okay, wieder Mission Impossible. Das war die ganze Zeit der Fehler. Ich hätte hier runtergemusst. Und hier habe ich jetzt den Schlüssel bekommen. Ah. Das habe ich die ganze Zeit falsch gemacht. So, jetzt kriege ich mein Kügelchen. Das war der ganze Haken. Dass ich nicht verstanden habe, dass man hier nach unten muss. Komm, roll rein. So, jetzt geht das auf. Jetzt packe ich die Kugel da in die Mitte. Tu das da drauf. Und steig selber mit drauf. Und dann heißt es Abfahrt. Es war halt wirklich nur der Teil, wie komme ich an die Kugel ran? Weil standardmäßig, wenn ich irgendwelche Laserstrahlen sehe, dann will ich denen ausweichen und nicht in die Reihen. So, danke für das Segenslicht. Auf Wiedersehen. Da ist der Turm. Und irgendwas Großes, Böses fliegt da rechts. Komm her, Epona. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Vieh da hinten anlegen will. Fakt ist, ich will erstmal diese Eisfrüchte fotografieren. Ich weiß halt nicht, ob ich dich besiegt bekäme. Also für ein Foto würde ich so oder so einmal zu dir gehen. So, komme ich mit Epona überhaupt da hoch? Sieht eher weniger so aus. Du wirst wohl hier bleiben müssen. Ich rutsche ja zum Glück nicht. Muss aber mal ein bisschen mehr Ausschau nach den Crocs halten. Ich die mal ein bisschen mehr finde. Das
Hier wäre ein Gebiet, wo ich auf jeden Fall einen Krog vermuten würde. Was ist denn das für ein Tennisball? Ach, das ist ein Ballon. Ah, ich sehe auch direkt wofür. Und tschüss, mein Ballon. Ich hätte denselben Ballon jetzt nochmal gebraucht. Eventuell komme ich da auch so hoch. Ja, im eventuellen Fall könnte ich da auch so hochkommen. Ich helfe dir mal kurz, Kollege. Ich muss nur zielen lernen. Reden kann ich gleich mit dem. Ach, du willst wieder ein Schild hier aufstellen. Ich weiß ja mittlerweile, wie das hier abläuft. Also wenn das umfällt, dann Respekt. Lass mal los. Irgendwann schreit er, dass es hält. Gern geschehen. Direkt ein zweites Mal ihm heute geholfen. Ach, danke, dieses Taschengeld, danke. Ich hätte gerne das Rezept für die Fleischbällchen. Obwohl ich es mir eigentlich schon gut vorstellen kann. Irgendwas muss man dafür kriegen, wenn man alle aufgestellt hat. Irgendwas. Ich nehme das Ding mal mit, eventuell brauche ich es da oben. Nachdem ich nicht mehr unter der Brücke hänge. Oh, da ist ein Eisfledder. Könnt ihr näher kommen? Ich will noch mal ein anständiges Foto. So, danke. Ciao. Noch eben kurz das Auge mir gegönnt. Dann die einzelnen Piggies begrüßen. Ich frage mich, ob die Eisaugen auch zielsuchend sind. Ja, den Frostling hat es leider umgehauen, sonst hätte ich den jetzt auch fotografiert. Ach, guck mal, ich brauche die Brücken, das Teil nicht mal. Dich da hoch zu buxieren wird schwer, falls du da hoch willst. Wo willst du hin, mein Freund? Du willst da hoch. Och.
Ich hätte eine Idee, die funktionieren könnte. Erstmal die Brücke fertig bauen. Hat geklappt. Ist aber so ein umständlicher Weg. So, komm her, mein Kumpel. Ich bring dich jetzt nach Hause. Mein Plan ist simpel. Aber er funktioniert leider nicht so, wie ich es wollte. So, sie muss nur lang genug sein, dass ich das von oben greifen kann. Erwähnte ja auch direkt das Ding behalten, dann kann ich auch da über die Klippe. Muss nur halt einen Ersatz für den Krog selbst finden, ne? So, das wird jetzt das Schwierigste an den ganzen Unterfangen. Ich muss das ein bisschen schräger hier dran packen. So, bis oben. Ich dachte, ich bräuchte eine Brücke. Ich dachte nicht, dass das hier alles verbunden ist. Naja. Du kannst jetzt zu deinem Kumpel zurück. Hier. Hast deinen Freund zurück. Gern geschehen. Habe ich doch gern gemacht. So, jetzt holen wir uns den Turm. Und dann können wir auch endlich zu dem Dorf der Ornis hin. Oh, da warten die schon auf mich. Teleporter aktiviert. Und jetzt muss ich einmal einen Abflug gegen Himmel machen. Das ist ein Spaß. Das sage ich euch. Ich lerne jetzt wieder fliegen. Hier ist doch auch die ein oder andere Himmelsinsel, richtig? Da links sehe ich doch direkt eine. Ja. Ja, sag ich doch, direkt rechts von mir, beziehungsweise links von mir ist direkt eine Insel. Fliege ich doch direkt mal hin.
Oh, hier werden wir doch auch die eine oder andere gute Sache finden. Okay. Das wird ein interessantes Rätsel. Ich habe Spaß mit meinem Knüppel. Oh, ja. Warte mal. Als ob. Ich muss mich mit dem Ding hier über den Himmel bewegen. Zumindest wenn ich es richtig sehe. Ich habe einen gigantischen Schild, Kollege. Schießt mit einer Kanone auf mich. Ist aber nicht nett. Kannst du nur mit einer Kanone auf mich ballern? Ja, komm, sieh doch auf mich. Danke. Jetzt habe ich Angst vor dir. Oder auch nicht. Ich denke mal, da stehen diese Sonau-Kanonen. Zumindest nehme ich es an. Egal was da drauf lag, jetzt ist es nicht mehr da. Ich hatte irgendwie so die Hoffnung, das Teil würde das eine bewegen, aber das tut es nicht. Ich muss mich darüber fortbewegen. Einmal näher noch, dann müsste ich zumindest die nächste Plattform mitnehmen können. Und dann kann ich mir jetzt auch mal so ein Ding gönnen. So, Synthese. Ach, das wurde schon synthesiert. Ah ne, an meinem Schild wurde schon was dran gepackt. Obwohl, das ist eine Batterie, ne? Die brauche ich für bestimmt für irgendwas. Vielleicht kann man ja mit der Batterie zusammen das Teil bewegen. Nein, ich kann es nur neigen. So, die Platte nehmen wir mal mit. Aua! So, Topfdeckel ab. Hallöchen. Oh.
Okay. Er habe verstanden, wenn ich nach oben will, das Ding ist gut. Ich brauche die Teile ein bisschen näher, sonst falle ich runter. Nein! Oh. Doof gelaufen. Nochmal mache ich das jetzt nicht. Frostglock. Hab ein Foto von dir. Ich denke mal, mit Feuerfallen könnte ich dich vernichten, aber ich will ehrlich gesagt jetzt aber mal so langsam aber sicher zum Dorf der Orni. Das müsste doch hier sein, oder nicht? Ja. So, ich hole mir einfach mein Pferd hier wieder. Ich will die Hunde noch füttern. Die kriegen ein bisschen Weht von mir. Hier bitte. Gönn dir ruhig. Oh, gefrorenes Bild. Stimmt ja, da war ja was bei Hitze, ne? Bei Kälte. Hier, nimm. Dann nimm, Hühnchen. Gönn dir. Ich sagte, gönn dir. Bevor es gefriert. Ach, du frisst das auch gefroren. Oder wie? Na gut, dann schmeiße ich dir trotzdem das Rind hin. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob du das noch auch gefroren frisst. Und die hier bitte. Der Anblick macht mich glücklich. Wie sie sich zusammen auf das Essen stürzen. Richtig putzig. Ihr kriegt noch ein paar. Oh, der eine Hund ist glücklich. Gönn dir ruhig noch das letzte Fleisch. Ja, ich folge dir. Bring mich zum Schatz von Azkaban. Danke. Immer nett von denen. Lass mir für das Futter dann noch was zeigen. Oh. So. Hab dich. Warte nur darauf, dass du mich anvisierst. Ich weiß, wie man dich insta-killt. Tschüss. Hä? Wenn ich dann Saphir an irgendwas dran packe, wird das dann zum Eiszauberstab? Scheinbar. Das wusste ich nicht. Na gut. Dann weg damit. War ich da mal die Synthese rückgängig?
Habe ich noch irgendeinen der Steine? Er hat die Kraft des Feuers inne. Feuerballstab. Wusste nicht, dass das so funktioniert in dem Spiel. Ich dafür das Rotonit brauche. Sonst hätte ich das längst gemacht. Ach, brauchst du wieder Hilfe mit deinem Schild? Jetzt sag nicht, du hast Platzangst. Wie viel von den Schildern willst du denn noch aufstellen? Lass mal los. Easy. Und geschafft. Bei dir steht das aber auch krumm und schief. Warum habt ihr eigentlich nicht diese schlaue Idee gehabt, die Schilde einfach standardmäßig mit diesen Stützen zu machen? Das verstehe ich nicht. Diesmal habe ich was Neues dazu bekommen. So, das ist das Dorf der Ohren, oder? Ich sehe was von Interesse. Damit meine ich nicht den Exilfoss, der meint, er wäre gut getarnt. Ich wollte gerade sagen, weh, du bist mit auf dem Foto. Nee, das ist nicht das Dorf der Orni. Hier kann ich irgendwas aufeisen. Ist hier nix? Wie lahm. Also da drin ist hundertprozentig irgendwas. Ich suche gerade nur den Eingang. Bei Abfackeln kann ich die Dinger nicht. Da ist der Eingang. Sehe ich da eine Stachelkugel? Du denkst auch, du wärst unsichtbar, ne? Hier kommt eine ganz verwegene Idee. Ich habe euch was gemobst. Wie viel Schaden macht die? Ach, er macht aber auch gut Schaden.
Nope. Geh mir aus dem Weg. So. Felshammer von der Synthese befreien. Synthese. Mit der Stachelkugel. Jetzt habe ich eine ordentliche Stachelkugel. Wo ist meine Ölknospe? Da ist meine Ölknospe. Greif deine Kollegen an. Nope. Danke dafür. Um Gottes Willen. So, erstmal ein Foto von dir. Es ist schön, dass ihr da alle beieinander stehen bleibt. Das macht es mir einfacher. Danke nochmal. Jetzt haben wir die ruhig noch mehr. So, kloppt euch gegenseitig. Oh, hier war noch einer. Ah, ein Treffer reicht ja, dann bin ich tot. Danke für den Ritterschild. Mit fühlt sich Abwehr. So, ein asozialer Drecksack. Ach, das war ein schwarzes Bockblindenhorn. Und kein blaues. Naja, lag ja noch eins hier rum. So, jetzt wird nur noch der Dicke. So, jetzt versuche ich meinen Plan in die Tat umzusetzen. Ja! Das war guter Schaden. Vor allem war das wichtiger Schaden. Okay. Da
Das ist das Objekt, was ich fotografieren will. Wenn ich es richtig sehe. Daraus könnte man wahrscheinlich eine Axt machen. Und zwar eine gute. Alter, wie viele Piggies sind da in meinem Chat? Sehe ich ja jetzt erst. Feierst du gerade, dass mein Bombenplan aufgegangen ist? Oder was ist los? So, ich mache mir jetzt eine gute Axt. Okay. Die Axt hat echt eine kleine Reichweite. Oh, hier wurde alles gut durchgerüstet. Hier kommt gerade wieder eine dumme Idee. Oder sagt man eine selten gute. Kennt ihr schon den Käfigschild? So, gibt es hier sonst noch irgendwas Schönes? Kann doch nicht alles gewesen sein, Alter. Ich hätte noch ein paar Bomben gehabt. Ah, da, guck mal da. Da ist meine Belohnung. Jetzt kriegen wir ein anständiges Boxschild, Foto. Ein schöneres Foto vom Zweihandschwert. Und dann mache ich noch ein Stachelkolbenfoto für den Stock. Komm, gib mir was Schönes. Ein Hinox-Hammer. Nehme ich für den Felshammer. Ist in beiden Punkten besser. Ist ein besserer Stock zum Draufkloppen und es ist ein besserer Hammer. Ja, hier runter, sagt mir die Karte. Da sehe ich was. Das könnte ein Krog sein. Hallo? Hallo, ist hier ein Kumpel? Shanin sucht neue Freunde. Vorsicht da unten! Bin ich hier jetzt richtig? Ich bin beim vergessenen Tempel. Ach, da war wieder irgendeine Libelle. Moin. Ja, ich bin hier. Okay.
Es hat nur wieder mit den Tränen des Drachen zu tun. Ach, das war das mit den vier Regionen. Upsen. Da hinten ist das Dorf der Orni. Oh. Ich habe die ganze Zeit die falschen Missionen im Fokus. Jetzt verstehe ich aber auch, warum das mit der Richtung nicht übereingestimmt hat. Aber mitnehmen können wir das Ding ja trotzdem beim nächsten Mal. Ich sag nächstes Mal, weil wir sind jetzt schon knapp bei 3 Stunden Stream und muss ja auch mal irgendwann enden heute. Wir machen hier einfach genau beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe an der Stelle, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. Sowohl bei YouTube als auch bei Twitch. Auch im Nachhinein. Wenn es gefallen hat, also euch ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen. Ein Follow auf Twitch. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle. Ciao.